Hallo ihr Lieben, vor einiger Zeit habe ich ja die Flip the Page Challenge gemacht von der lieben Sarah von The Court of Wanting Books und diese Challenge ist wirklich super bei euch angekommen und da ich noch so viele Zettel hier übrig hatte, habe ich gefragt, ob ich nicht noch eine zweite Runde machen sollte bei der Flip the Page Challenge und die Antwort war eindeutig, nämlich ja, mach noch eine zweite Runde und ja, deswegen machen wir heute erneut die Flip the Page Challenge und ja, ich hatte es beim letzten Mal schon erklärt, ich erkläre es für alle, die das erste Video vielleicht nicht gesehen haben, nochmal. Bei der Flip the Page Challenge ist es so, dass ich mir ein Buch, eine Seite und einen Satz oder ein Wort quasi aus diesem Buch heraussuchen muss. Und das ist dann quasi etwas zu den Aufgaben für mein neues Leben. Denn in der Flip the Page Challenge geht es darum, dass ich mir aufgrund von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Buch ein neues Leben zusammenstelle. Und ja, beim letzten Mal hat das doch eigentlich schon ganz gut geklappt. Violet mit ihrem Lavendelbäumchen, ach, ich erinnere mich. Und die Xavier Brea School, irgendwas mit 5 Messer und Zwerge. Also es war sehr, sehr abgefahren auf jeden Fall. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, was dieses Mal für ein Leben rauskommt. Ich habe leider immer noch die Probleme mit dem Licht in diesem Zimmer, weil ich habe ja immer noch eine kaputte Softbox und außerdem kriege ich die aufgrund unseres Schreibtisches hier nicht rein. Deswegen habe ich nicht sehr viel Licht, deswegen muss ich ein bisschen gucken und deswegen habe ich hier auch Schattenwurf und alles und ja, das Licht. Mal geht es nicht. So, egal. Fangen wir jetzt mit der Flip the Page Challenge an und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Aufgabe Nummer 1. Du bekommst eine neue Identität. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen. Gehe zur richtigen Seite und der erste Name, den du siehst, wird dein neuer Name sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dieses Mal mein neuer Name sein wird. Ich war mit dem letzten Jahr wirklich sehr zufrieden, vor allem da es ein Mädchenname war beim letzten Mal. Und ja, ich habe ein bisschen Angst. Mal gucken, was dieses Mal rauskommt. 15144. So, was haben wir beim letzten Mal gelernt? 6, 12, 18. Leopardenblut. Oh, wartet, ich muss hier drüben stehen bleiben, sonst habe ich den Schattenwurf der Kamera im Gesicht. 144. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh Gott. Der erste Name, den ich sehe. Da! Sascha. Ich heiße Sascha und die Sascha hier in dem Buch ist auch ein Mädchen. Also ich bin jetzt die Sascha aus Leopardenblut. Auch damit wäre ich sehr zufrieden, denn Lucas Hunter. Jeder, der Leopardenblut gelesen hat, weiß, was ich meine. Lucas ist toll. So, auf jeden Fall, mein neuer Name ist Sascha. Das, was ein bisschen gruselig ist, weil mein ehemaliger Chef, also mein ehemaliger Vorgesetzter aus meiner alten Abteilung heißt Sascha. Wieso kriege ich eigentlich immer Namen, die irgendeinen Bezug zu meinem realen Leben haben? Das letzte Mal, ne, mein Mann hieß Sebastian, so wie mein Bruder, also irgendwie, naja, auf jeden Fall bin ich jetzt Sascha. So, machen wir weiter mit der nächsten Aufgabe. Es wird Zeit, um aus dieser Stadt rauszukommen. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen und der Schauplatz des Buches wird deine neue Heimat. Und beim letzten Mal bin ich ja so ein bisschen auf dem Fuchsbau von den Weasleys hängen geblieben, aber es wäre rein theoretisch echt Hogwarts gewesen, weil das ja der Hauptschauplatz des Buches ist. Und ja, obwohl ich mit Hogwarts auch sehr zufrieden bin. Aber der Fuchsbau war halt einfach geiler. So. 48106. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh je. Jetzt ist die Frage. Oh Gott. So. Wir haben, hier bin ich, Broken Darkness, so vollkommen. Dieses Buch hat mehrere Schauplätze. Deswegen gehe ich jetzt mal auf Seite 106 und gucke mal, wo wir da gelandet sind. Und ich habe irgendwie so schlimme Befürchtungen. Oh, die Bücher sind nicht in der richtigen Reihenfolge, oder? Ja. Das ist nicht der vierte Teil, wo ich dachte, dass es der vierte Teil ist. Gut, ja. Mein neues Zuhause ist ein Wohnwagenpark. Ein heruntergekommener Wohnwagenpark ist mein neues Zuhause. Gut. Hogwarts war besser, aber ich lebe jetzt mit diesem Wohnwagenpark. Ja, das ist der Ort auf Seite 106, wo wir uns befinden in dieser Geschichte. Ein heruntergekommener Wohnwagenpark und ich habe einen abgeranzten kleinen Wohnwagen, den ich meinen eigen nennen darf. Und ja, da lebe ich. Okay,
ist noch okay. Also ich kann damit noch leben, aber ich sehe schon, mein Leben geht dieses Mal tendenziell in eine andere Richtung als wie beim letzten Mal. Okay, ich lebe im Wohnwagenpark, machen wir mal weiter. Jetzt bin ich gespannt, was ich für einen Job kriege, denn die dritte Aufgabe ist, du hast dich schon eingelebt, aber jetzt brauchst du einen Job. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen und kreiere aus dem ersten Objekt, das du siehst, einen Job. Na, jetzt wird's spannend. Hallali. Bitte gib mir was Gutes. Gib mir was Gutes. 37209. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt, ist 209. Oh Gott. Das erste Objekt, was ich sehe. Wieso kriege ich eigentlich immer diese Seiten? Immer diese Seiten. Eine Jeans. Ein Job aus einer Jeans kreieren. Wir können jetzt auch ganz platt sagen, ich verkaufe Jeans, aber ich bin Jeans-Designer. Ich designe Jeans. Könnte jetzt auch sein, aber das passt jetzt nicht ganz zu meinem abgeschmackten Wohnwagenpark. Das wäre schon... Obwohl, doch, also ich, das passt. Ich bin neuer Designer, also ich bin noch komplett unbekannt. Ich bin Designer für Jeanshosen. Und ich möchte damit jetzt durchstarten. Und weil ich noch kein Geld habe und ja noch so unbekannt bin, lebe ich natürlich in einem günstigen Wohnwagenpark. Das macht doch irgendwie Sinn, oder? Aber ich weiß nicht, was man aus einer Jeans sonst so für einen Job noch kreieren könnte. Es ist immer so schwierig, so spontan auf eine Idee zu kommen, ne, wenn man nicht ewig Zeit hat, darüber nachzudenken. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich bin Designer für Jeanshosen und ich bin noch total unbekannt und unentdeckt. Und deswegen lebe ich in einem heruntergekommenen Wohnwagenpark, weil ich mir nichts anderes leisten kann. Ich würde sagen, das macht schon irgendwie Sinn. Deswegen lassen wir das jetzt einfach mal so, dass ich Designer für Jeanshosen bin. Ich bin die Sascha. Ich lebe in einem heruntergekommenen Trailerpark und designe Jeanshosen. Yay! Oh mein Gott, was kommt als nächstes? Ich glaube, jetzt kommt mein Mann, oder? Ich weiß es nicht. Du hast deinen Job angetreten. Also irgendjemand muss mich ja eingestellt haben als Designer. Du hast deinen Job angetreten und Gefühle für einen Arbeitskollegen entwickelt. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen und der erste Name, den du siehst, wird der Name der Person sein, in die du dich verliebst. Okay, also irgendeiner scheint mich ja angestellt zu haben, sonst hätte ich ja den Job als Designer nicht. Und ja, ich verliebe mich vielleicht in meinen Kollegen aus der Marketingabteilung oder so. Was habe ich denn heute immer nur mit Marketing? So, wartet. So, Zettelchen. 15.2.250. The Darkest London Winterflammen. 250. Der erste Name, den ich sehe, wird der Name meines Mannes, Fraues, was auch immer sein. Jones. 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 So heißt der Name. Obwohl ich eher glaube, dass Jones hier der Nachname ist, aber es ist der Name, den ich jetzt hier sehe und ja. Jones wird der Mann sein, in den ich mich verliebe und ja, auch wenn es ein Nachname ist, wir nennen ihn halt einfach Jones, Vorname unbekannt. Und ja, ich verliebe mich in meinen Arbeitskollegen Jones. Ich habe keine Ahnung, wie er mit Vornamen heißt, vielleicht verrät er mir das ja irgendwann mal. Okay. Jones und ich, eine Liebesgeschichte, wie sie im Buche steht, jetzt kommt nämlich das nächste. Die fünfte Aufgabe ist, nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen und der erste Schnipseldialog wird das erste sein, das du zu deinem Schwarm sagst. Okay, was wird das erste, was ich zu Jones sage? Meinem Schwarm, meinem Arbeitskollegen. Oh mein Gott. So. 12.3.244. So, 12.3. Diamonds for Love. Teil 7. Ich habe die nämlich falsch rumstehen. Ah, verdammt. 244. Der erste Schnipseldialog wird das erste sein, was ich zu Jones sage. Hier steht, das tue ich. Aber... Punkt, Punkt, Punkt. Also, anscheinend...
ja, anscheinend war Jones mit einem Anliegen zu mir gekommen und hat mir irgendwas erzählt und ich habe daraufhin gesagt, das tue ich. Aber, Punkt, Punkt, Punkt. Was auch immer dann ich sagen werde. Ja, gut, das passt schon irgendwie so unter Kollegen, wenn er zu mir kommt und mir irgendwas erzählt und ich daraufhin sage, das tue ich. Aber, ich weiß nicht, das ist irgendwie ein merkwürdiger erster Satz, aber irgendwie passt es auch, wenn man davon ausgeht, dass ein Dialog entsteht und dass er vielleicht zu mir gekommen ist und mir irgendwas erzählt hat oder mich gefragt hat oder keine Ahnung was, dann das tue ich, aber ist dann schon eigentlich eine ganz gute Antwort. Also das nächste. Dieser erste Satz hat Eindruck hinterlassen. Was auch immer Jones im Vorfeld zu mir gesagt hat, was ich bestätigt habe, es hat Eindruck hinterlassen. Auf jeden Fall, ja, sind wir jetzt verliebt. Und Zeit für den nächsten Schritt, die Verlobung. Aber ein Ring ist viel zu teuer. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen und mit dem ersten Objekt, das du siehst, wirst du den Antrag machen. Also ich mache auch hier wieder Jones den Antrag. Ja, wir sind ja total von Love und ich mache den Antrag mit... ...24.4.240. Ich gehe mal kurz rüber. Ich bin sehr gespannt, was rauskommt, denn ich habe die Perfekten von Caroline Brinkmann. Seite 240. Das erste Objekt, was ich sehe. Gut, auf dieser Seite steht kein Objekt, also nehme ich mal diese, also hier die, da steht kein Objekt, also nehme ich jetzt mal die Seite, die gegenüber liegt. Auch auf dieser Seite ist kein Objekt. Ich blätter mal eine weiter. Die unterhalten sich halt hier, über eine Augenkrankheit gerade und da ist bis jetzt gerade kein Objekt genannt. Eine Bäckerei ist, ja, ein Objekt. Kann man mit einer Bäckerei einen Antrag machen? Ich denke nicht, das ist ja ein Haus. Also, es ist zwar ein Objekt, eine Bäckerei, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu groß, ehrlich gesagt. Vor allem macht das jetzt so überhaupt keinen Sinn. Ein Kaffee. Ein Kaffee ist das erste Objekt, was jetzt keine Bäckerei ist, was ich sehe. Ein Kaffee. Gut. Ich mache meinen Heiratsantrag mit einem Kaffee. Vielleicht mag Jones ja gerne Kaffee. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, also eine Bäckerei ist mir als Objekt ehrlich gesagt zu groß. Also als Gebäude. Was soll ich denn mit einer Bäckerei? Also, vielleicht macht das keinen Sinn. Wenn ich Jeans-Designer bin und er bei mir mitarbeitet, macht das keinen Sinn, eben mit einer Bäckerei einen Antrag zu machen. Also ich würde die Bäckerei in diesem Fall einfach mal ausklammern und mich einfach mal auf den Kaffee beziehen, den ich jetzt als zweites gesehen habe. Und ja, ich mache mit einem Kaffee einen Antrag. Ein Kaffee. Jones mag offenbar Kaffee und ich mache mit Kaffee einen Antrag. Vielleicht sind wir auch beides Kaffee-Junkies, kann ich mir in unserem Job, den wir da bei diesem Jeans-Hersteller da tun, vielleicht auch sogar gut vorstellen. Lange Tage, viele Überstunden und dann braucht man ja was, um sich wach zu halten und dann trinkt man gerne Kaffee. Und dann ist es doch naheliegend, dass man bei einem Kaffee sagt, hey, möchtest du mich heiraten? Ist doch voll logisch. Doch, also irgendwie, man kann sich das jetzt einreden, aber irgendwie ergibt das schon Sinn. Ja, ein Kaffee. Ach ja, guckt mal, es ist signiert. Ach, ist das nicht schön. Ich freue mich immer, wenn ich meine signierten Bücher in der Hand habe. Deswegen, ja. Die Perfekten. Ein Kaffee. Gut. Jones. Wollen wir ihn Jonesy nennen? Das klingt irgendwie privater, wenn wir ihn Jonesy nennen. Also wir machen Jonesy einen Antrag mit einem Kaffee. Ohne viel Drum und Dran und Primbamborium, weil ich habe ja auch kein Geld. Ich meine, ich wohne in einem scheiß Trailerpark. Da kann ich mir gerade so einen Kaffee leisten und dann muss halt der Kaffee für einen Heiratsantrag reichen. Also... doch, das passt alles schon sehr gut zusammen. Wir nehmen den Kaffee. Machen wir weiter mit dem nächsten. Und zwar, wir sind bei der Hochzeit angelangt. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen und der erste Schnipseldialog wird der Anfang deines Gelübdes sein. Ich bin gespannt, was für ein Gelübde wir haben werden. Beim letzten Mal war es ja eigentlich ganz witzig mit dem Verschwinden und so. Und ja, mal gucken, was es heute wird. 7, 6, 111. 7 ist hier, 1, 2, hier ist das keins, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nee, Quatsch, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, schon wieder das gewählt, Seite 111. Irgendwie haben wir es mit dem Juwel, ne? Beim letzten Mal
Und an dieser Stelle hat meine Kamera einfach mal einen Geist aufgegeben und hat gesagt, so mehr nehme ich jetzt nicht auf. Ich habe jetzt gerade geguckt, bis wohin ich gekommen bin. Ich hatte euch das Juwel noch gezeigt, dass ich das Buch gezogen hatte und war gerade dabei, Seite 111 rauszusuchen. Und als ich hier nach unten geguckt habe, um Seite 111 zu suchen, ist die Kamera einfach ausgegangen. Tü-tüm. So, und das erste Schnipseldialog, was ich sehe, ist das erste, was ich im Ehegelübde sage. Aus welchem Kreis kommst du? Okay. Aus welchem Kreis kommst du? Ja. Also, ich kann damit gerade leider nichts anfangen. Also die Frage bezieht sich im Buch, aus welchem Kreis kommst du, auf die Kreise, die es in dieser Reihe gibt. Also das ist so wie die Zirkel oder ich komme gerade nicht drauf, die bei Tribute von Panem hier, Distrikte und sowas, das sind hier die Kreise. Und ja, darauf bezieht sich die Frage in dem Buch. Ich weiß jetzt nicht, was ich Jonesy fragen könnte, aus welchem Kreis kommst du beim Ehegelübde? Eigentlich sollte ich das ja vorher schon wissen, woher er kommt. Und ja, es macht jetzt nicht viel Sinn, aus welchem Kreis kommst du. Gut, ich beginne mein Ehegelübde mit, aus welchem Kreis kommst du? Das ist quasi so nochmal die Frage, die man klären muss, bevor man heiratet, um sich halt auch wirklich sicher zu sein, dass man diese Person heiraten möchte. Deswegen frage ich Jonesy halt nochmal im Ehegelübde, aus welchem Kreis er kommt und möchte damit wahrscheinlich wissen, woher er kommt. Ich habe keine Ahnung, das macht für mich gerade keinen Sinn. Ich kann mir da gerade auch irgendwie nichts herziehen draus, aus welchem Kreis kommst du. Ich lasse es deswegen jetzt einfach mal so stehen. Wenn ihr Ideen habt mit dem Ehegelübde, was das für einen Sinn haben könnte, was das für einen Hintergrund haben könnte, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und ja, mir fällt so ganz spontan nicht ein, was das jetzt mit dem Ehegelübde zu tun haben könnte, aus welchem Kreis er kommt. Oder vielleicht könnte ich die Frage darauf beziehen, aus was für einer Gesellschaftsschicht er kommt. So, dass ich das vergessen habe zu fragen, als wir uns kennenlernten, so, aus welchem Kreis kommst du? Ich bin ja ein armes Mädchen aus einem abgeschmackten Trailerpark. Und kommt er vielleicht aus reichem Adelshaus oder so? Vielleicht darauf könnte man die Frage beziehen, dass ich das nochmal wissen möchte, bevor wir heiraten. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was ich mit dieser Frage beim Ehegelübde meinen könnte. Also wenn ihr Ideen habt, gerne in die Kommentare. Machen wir weiter mit dem nächsten, und zwar sind das die Flitterwochen. Ich meine, nach diesem komischen Ehegelübde kann ja jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen und wir gehen jetzt in die Flitterwochen. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, und die Location des Buches wird der Ort für deine Flitterwochen sein. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, wohin meine Flitterwochen mich dieses Mal führen werden. Neun. Es gibt keine 8 Bücher. Es gibt keine 8 Bücher in dieser Reihe. Okay, ich würde sagen, ich ziehe nochmal neu, damit wir nicht schon. Ich ziehe nochmal neu, damit wir nicht schon wieder Hogwarts haben. Wartet. Ziehen wir nochmal neu. 9, 6, 3, 5, 4. Sie wollen einfach das Schicksal will einfach, dass ich nach Hogwarts fahre. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toll, jetzt muss ich das. Ey, wirklich, ich ziehe zweimal hintereinander ein Schnipsel mit Reihe 9. Einmal mit Buch 6 und einmal mit Buch 8. So, und dann denke ich mir, weil es Buch 8 nicht gibt, ziehe ich nochmal, kriege ich wieder Reihe 9. Und ich fahre nach Hogwarts. Weil die Harry Potter Bücher spielen ja bekannterweise in Hogwarts. Ich meine, beim Halbblutprinzen sind sie noch an ein paar anderen Orten. Wir könnten jetzt nochmal gucken, aber es geht ja um die Location des Buches. Und dieses Buch spielt nun mal größtenteils in Hogwarts. Wenn ich mich richtig erinnere, auch der 5. Teil. Ich habe das 6. Buch. 6. Der 6. Entschuldigung. Ich bin jetzt nicht so der Harry Potter Crack. Seite 354, ich kann ja mal spaßenshalber gucken, wo wir auf Seite 354 wären. Aber ich meine mich zu erinnern, dass ja alle Teile
bis auf der siebte so weit in Hogwarts spielen. Ne? Im siebten sind sie ja auf der Suche nach den Horcruxen, da sind sie ja so ein bisschen unterwegs. Aber ich glaube, im sechsten sind sie noch in Hogwarts. Ja, sie sind in Hogwarts. Die fette Dame schwang nach vorne und gab das Porträtloch frei. Also sie sind in Hogwarts und das Schicksal möchte unbedingt, dass meine Hochzeitsreise in Hogwarts stattfindet, weswegen ich zweimal Zettel hintereinander gezogen habe mit Reihe 9. Okay, also meine Hochzeitsreise geht nach Hogwarts. Ich meine, es hätte mich schlimmer treffen können als Hogwarts. Ich meine, Hogwarts ist ein geiler Ort. Ich meine, wer möchte nicht mal nach Hogwarts, aber ja, es ist Schicksal. Zwei Zettel gezogen, zwei Zettel mit Reihe 9. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Ich möchte es euch zeigen, dass ihr nicht denkt, ich erzähle euch hier irgendwelchen Scheiß. Wartet. Stell die Kamera scharf. Stell mal scharf, Kamera. Meine Sauklaue, könnt ihr sie lesen? Ja. Ich habe zweimal Reihe 9 gezogen. Das ist Schicksal und das heißt, ich fahre nach Hogwarts. Wupp, wupp. Eure Hochzeitsnacht ist ein bisschen eskaliert und ihr erwartet ein Kind. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen und der erste Name, den du siehst, wird der Name eures Kindes sein. Mal gucken. Gucken wir mal, wie unser Kind dieses Mal heißt und was unser Kind dieses Mal für ein Geschlecht wird. Das letzte Mal hatten wir ja unsere kleine Violet mit ihrem Lavendelbäumchen. Ach, ich stelle mir das immer noch so niedlich vor. So, wartet. Zwei Zettel gezogen. Okay. 23355. Ich bin gleich wieder da. Bitte, 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 lass es diesen Namen sein. Mein Lieblingsteil der Luna-Chroniken ist es. 23,3, Seite 55. Ja, bitte. Nein, mein Kind wird Zinder heißen. Ach, verdammt. Mein Kind heißt Zinder, also so wie ich in meinem ersten Leben gehießen habe, wird mein Kind heißen. Sie heißt Zinder und sie wird ein Mädchen, habe ich jetzt beschlossen. Mein Zinder könnte auch ein männlicher Name rein theoretisch sein, aber da in dieser Reihe Zinder ein Mädchen ist, bekomme ich wieder ein Mädchen und diesmal heißt es Zinder. Schade. Ich hatte jetzt so gehofft, Scarlett zu lesen, weil Scarlett die Protagonistin in diesem Buch ist und Cinder eigentlich nur eine Nebenrolle hat, aber hier steht Cinder, das habe ich zuerst gelesen. Na gut, also mein Kind wird Cinder heißen. Ich kann euch im Übrigen hier diese Schätzchen nur empfehlen, ganz, ganz tolle Reihe. Das ist eine Science-Fiction-Geschichte basierend auf Märchen. Mega gut. Also Jonesy und ich bekommen ein Kind, was Cinder heißt, was ich jetzt absolut okay finde. Also ich bin mit dem Namen super zufrieden. Wir reisen 5 Jahre in die Zukunft und euer Kind wünscht sich ein Haustier. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen und das erste Tier, das du siehst, wird euer neues Haustier. Und wenn kein Tier da ist, das erste Objekt, das das Tier ersetzen wird. Vielleicht hat mein Kind dieses Mal Glück und bekommt ein Haustier und kein Lavendelbäumchen. 24.10.79, ich bin mal kurz wieder drüben. Ich muss neu ziehen, ich habe keine 10 Bücher in der Reihe, wartet. Und wir hatten aus der Reihe schon ein Buch, deswegen ziehe ich jetzt nochmal neu. 17.577. Halt. Ich bin doof, 17 ist hier. Warte, 6, 12, 18. Genau, dann ist 17 das vorletzte. 1, 2, 3, 4, 5. Vorbei. Wir haben Spinnentanz, ein Teil der Elemental Assassin-Reihe, Seite 177. Ich weiß nicht, ob hier Tiere drin vorgekommen sind, wenn, dann sind es nur irgendwelche Gnome oder sowas. Okay, also ein Tier ist hier nicht. Und das Witzige ist, hier kommt eine Violet gerade drin vor, irgendwie kommt alles wieder. Meine zwei Leben vermischen sich. Ja, das erste, was ich gerade als Objekt gesehen habe, war ein Schaukelstuhl. Cinder wird als Haustier einen Schaukelstuhl haben. Das ist irgendwie strange. Aber das ist halt das erste Objekt, was ich hier gesehen habe auf dieser Seite. Einen Schaukelstuhl. Ja, ich meine, den kann sie überall mit hinnehmen und sich draufsetzen und schaukeln. Sie wird in der Schule gemobbt werden. Sie wird so gemobbt werden in der Schule, aber sie darf ihr Haustier dann einfach nicht mit in die Schule nehmen. Das bleibt unser kleines schmutziges Geheimnis, dass sie ein Haustier hat, was ein Schaukelstuhl ist. Ein Schaukelstuhl, Leute. Ein Schaukelstuhl. Ich dachte, der Lavendelbaum war schon kacke, aber ein Schaukelstuhl, wirklich.
ein Schaukelstuhl. Also Cinder wird einen Schaukelstuhl als Haustier bekommen. Oh Gott, was sind wir für Rabeneltern, ey. Jonesy und ich sind echt nicht gut mit unserem Kind, oder? Ich meine, sie kriegt einen Schaukelstuhl als Haustier. Ich meine, klar, sie kann sich draufsetzen und schaukeln und sich freuen und so, aber... Ach, das arme Kind. Ein Schaukelstuhl als Haustier. Naja. Ich meine, wir wohnen ja auch in einem Trailerpark. Also, ne, das ist schon aus finanzieller Sicht gesehen. Ich bin, wie gesagt, immer noch wahrscheinlich ein armer Designer. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, Jonesy arbeitet wahrscheinlich auch immer noch in der Firma. Mehr können wir uns halt nicht leisten, außer den Schaukelstuhl, ne? Ach ja. Okay. Ein Schaukelstuhl. Euer Kind geht zur Schule. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, und kreiere aus den Wörtern von dieser Seite einen Schulnamen. Da war ich ja beim letzten Mal schon so schlecht. Jetzt kommen wieder diese kreativen Aufgaben. Da bin ich jetzt wieder so schlecht drin, ne? So. 20.2.246. Jetzt muss ich aber rüber. 20.2.246. Okay. Ich weiß, bei welcher Szene wir sind, aber das Einzige, woraus ich was machen lässt, ich würde die Schule nennen, die Meister der Schatten der Macht. Oder die Meister der Macht Schatten, nein, das klingt doof. Also ich würde die Schule tatsächlich nennen, die Meister des Schattens der Macht. So rum würde ich es dann, doch, das klingt eher nach einem Satz. Also die Meister des Schattens der Macht. Ich hätte jetzt hier noch das Wort König, aber ich finde Meister eigentlich ganz geiler. Ich meine, hier ist noch das Wort Untier und Arena, aber ich weiß nicht, für eine Schule irgendwas mit Arena. Ich glaube, ich würde sie die Meister des Schattens der Macht nennen. Ja, doch. Doch, doch, die Meister des Schattens der Macht. Irgendwie so. Mehr kriege ich jetzt auf die Schnelle hier nicht raus. Also, wer das Buch hat, Seite 246, vielleicht kriegt er ja noch einen cooleren Namen raus. Aber ich würde es einfach nennen, die Meister des Schattens der Macht. Ich meine, wir sind arme Leute. Wir müssen uns irgendwie zu helfen wissen. Und wir werden Meister der Schatten. Mit Macht und so. Das ist zwar kein richtiger Satz und kein richtiger Name, das weiß ich, aber die Meister des Schattens der Macht ist jetzt das Einzige, was für mich Sinn ergibt auf dieser Seite. Und so wird diese Schule heißen. Ich meine, die letzte Schule klang irgendwie cooler, aber mehr kriege ich auf die Schnelle da nicht raus. Ihr wisst, ich bin jetzt nicht so kreativ, was Namen und so betrifft. Also, ja, die Meister des Schattens der Macht. So wird die Schule heißen, auf die Cinder geht. Und ihren Schaukelstuhl lässt sie zu Hause. Machen wir weiter. Als nächstes kommt. Du hast dich dazu entschieden, einen YouTube-Kanal zu eröffnen. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, und erstelle aus einem Wort auf der Seite dein Kanalthema. Beim letzten Mal hatten wir noch relativ Glück mit dem Essen. Gucken wir mal, was es dieses Mal wird. Seite 174. Oh Gott. Ich würde einen Kanal über russische... Ja, wir machen einen Kanal mit dem Thema Russland. Also hier geht es gerade sehr um die russische Abstammung des Protagonisten und ja, St. Petersburg kommt drin vor und russische Blumentapete und die Kindheit in Russland und die Aussprache. Also ja, wir machen einen Kanal mit dem Thema Russland. Warum nicht? Alles rund um Thema Russland. Sprache, Eigenheiten, Gerichte, alles, was Russland betrifft. Das wird mein Kanalthema. Russland. Russische Märchen, alles. Also alles rund um Thema Russland. Das wird total spannend. Das wird richtig, richtig spannend. Also, ja, also Seite 174, wer Broken Love besitzt, kann sich die Seite gerne mal angucken. Hier geht es wirklich größtenteils um die russische Abstammung unseres Protagonisten. Deswegen Russland. Unser Kanal wird sich dem Thema Russland widmen, was ich jetzt echt nicht verkehrt finde. Ich meine, Russland ist jetzt kein Land, wo ich unbedingt mal hinreisen möchte, aber warum nicht?
So, aber wir wissen, was jetzt kommt als nächstes, nachdem wir das Kanalthema haben. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, und kreiere aus den Wörtern auf dieser Seite deinen Kanalnamen. Für das Thema Russland. Ach du Kacke, das kann ja jetzt nur schief gehen. 19,580. 19 ist drüben, Moment. Jetzt. Da jetzt einen russischen Namen rauskreieren. Ich liebe Origin, ganz ehrlich. Aber da jetzt irgendwas, was zu Russland passt, rauskreieren, das wird nuscht. Oh wei, Seite 80. So, gucken wir mal. Okay, also. Ich habe hier das Wort Proletenwaffe. Was ich jetzt irgendwie, warum auch immer, gerade mit Russland assoziiere. Also irgendwie. Die Proletenwaffe kriegen wir da jetzt irgendwie rein in den Kanalnamen. Warte mal, der Satz heißt: Der stolze Besitzer der Proletenwaffe war der Bulle von Türsteher, der noch immer einen Overall trug. Das Ding ist, ich würde jetzt gern so einen Doku-Titel benutzen. Kennt ihr das so, wenn so Dokus über die DDR oder sowas kommen, da kommen immer so Schlagwörter und dann DDR. Und ich würde jetzt gern irgendwie sowas nehmen wie von Overall bis Proletenwaffe. Wie ist Russland wirklich oder so? Aber ich kann ja das Wie ist Russland wirklich nicht nehmen, weil Russland ja hier nicht drin vorkommt. Das ist gerade so mein Problem. Also es war beim letzten Mal mit dem Essen einfacher, mit der toten Maus. Der Bulle mit der Proletenwaffe. Nennen wir es doch einfach so. Was anderes fällt mir jetzt gerade echt nicht ein. Wir nennen den Kanal der Bulle mit der Proletenwaffe. Das sind alles Wörter, die auf dieser Seite vorkommen. Weil ich weiß, wie gesagt, mir fällt gerade auf dieser Seite absolut nichts ein. Und das ist, macht für mich mit dem Thema Russland irgendwie noch am meisten Sinn. Also mein Kanal wird heißen Der Bulle mit der Proletenwaffe. Weil mehr kriege ich gerade echt nicht gebacken irgendwie. Ich bin gerade nicht sehr kreativ und irgendwie fällt mir gerade nichts ein. Also mein Kanal wird heißen Der Bulle mit der Proletenwaffe. So, meine Kamera ist gerade schon wieder einfach mal ausgegangen. Ich weiß jetzt nicht, bis wohin sie aufgenommen hat. Wir hatten gerade das Thema, wie ich meinen Kanalnamen nenne. Und das war Der Bulle mit der Proletenwaffe, falls die Kamera das schon wieder nicht mehr aufgezeichnet hat. Und ich mache jetzt mal weiter mit dem nächsten. Und zwar kommt jetzt die Kanalbegrüßung. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, und der erste Schnipseldialog wird deine Begrüßung in deinem Video sein. Moment. Jetzt habe ich mein ganzes Regal da drüben auseinandergerupft. So, 22,6 ist auf immer gefangen. Seite 59. Das wird ja spannend. Der erste Schnipseldialog. Ja, also der erste Schnipseldialog, den ich gesehen habe, ist hier. Und da steht, und was ist mit ihm? Ich denke da sofort an russische Mafia irgendwie die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht. Ja, auf jeden Fall wird meine Begrüßung sein. Und was ist mit ihm? Ich bin der Bulle mit der Proletenwaffe und ich sage heute auch wieder, und was ist mit ihm, und hallo und herzlich willkommen. Wie bescheuert ist das denn bitte? Der Bulle mit der Proletenwaffe, und er fängt sein Intro an mit einer Frage. Und was ist mit ihm? Gut, man könnte jetzt so ein fancy Intro draus schneiden, ne? Wo man halt so Bilder zeigt und dann Verfolgungsjagd und so, und dann tut der Bulle mit der Proletenwaffe irgend so einen bösen Gangster stellen und dann fragt er ihn halt so, und was ist mit ihm? Das ist so das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, was man da draus machen kann, aber als Begrüßungssatz ist das schon ziemlich kacke. Und was ist mit ihm? Also das ist jetzt kein so geiler Satz. Okay, also meinen YouTube-Kanal haben wir damit abgehakt. Als nächstes habe ich mich dazu entschieden, ein Buch zu schreiben. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, und kreiere aus den Wörtern auf dieser Seite einen Buchtitel. Das war ja beim letzten Mal schon so kacke. Mit dem Am Ende des Tunnels wartet ein Erdbeersmoothie. Aber das war eigentlich ganz geil. Den fand ich eigentlich ganz gut, den Titel. So. 18,5,188. 6, 12, 18, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh Gott. Seite 188. Huch. Wartet. Wir haben Untot. Sie sind zurück. Seite 188. Ach du Kacke. Einen Buchtitel. Ich würde mein Buch nennen Der Typ aus der Survival Show. Und dann würde ich um diesen Typen aus der Survival Show, ich weiß jetzt nicht, wen wir da nehmen,
Bear Grylls, keine Ahnung. Um den würde ich eine Geschichte schreiben. Die Abenteuer von ihm oder so, keine Ahnung. Aber ich würde das Buch nennen, Der Typ aus der Survival Show. Oder wir machen daraus wieder so eine Liebesgeschichte, ne? Da bin ich ja super gut drin. Und der Typ aus der Survival Show, der verliebt sich in eine junge Frau, die so damit überhaupt nichts zu tun hat, die voll das Stadtkind ist und so. Und er führt sich dann so an die Natur heran und so. Ja doch, ich würde das Buch nennen, Der Typ aus der Survival Show. Wir haben unseren Titel, wir wissen, was es werden soll für eine Geschichte. Und als nächstes, nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen. Und die erste Zeile, die du siehst, wird deine Eröffnungszeile in diesem Buch sein. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, was das wird. Da ist schon wieder so viel von drüben. 23,769, ich bin gleich wieder da. Ich hab's heute mit Zombie-Büchern. Another Day in Paradise von Laura Newman, Seite 69. Okay. Ich meine, ein Zombie-Buch hat ja auch was mit Survival zu tun und der Typ aus der Survival-Show. Ich glaube, wir müssen dann unseren Inhalt vielleicht nochmal ein bisschen überdenken. So, wie war das jetzt? Nimm das Buch, zu dem dich die Zeilen führen, und die erste Zeile, die du siehst, wird deine Eröffnungszeile in deinem Buch sein. So, wartet, und ich mache einfach mal... Ist das 69? Ja. All diese Menschen sind zu Beginn des Unheils verschwunden. Okay, ich glaube, das mit der Love-Story müssen wir nochmal irgendwie überdenken. Obwohl, ja, er ist ja der Typ aus der Survival-Show, also, ne, er weiß ja, was in solchen Situationen zu tun ist. Und vielleicht schreiben wir eine Liebesgeschichte, die in einer postapokalyptischen Szenerie spielt oder so. Irgendwie so. Und der Typ aus der Survival-Show, der wird uns retten. Und er wird uns da durchbringen und mit dem werden wir das schaffen zu überleben. Und der erste Satz wird heißen, all diese Menschen sind zu Beginn des Unheils verschwunden. Ja, doch, irgendwie passt das mit dem Survival ja dann doch ganz gut, ne? Also ja, yeah. Another Day in Paradise von Laura Newman. Plot Twist. Der Grund, warum du eine neue Identität gebraucht hast, ist der, dass ein Killer dir auf den Fersen ist. Da du jetzt eine bekannte YouTuberin, Autorin bist, hat er dich gefunden. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, und der erste Name, den du siehst, wird der Name deines Killers sein. Okay, ich werde umgebracht. Und wir gucken jetzt mal, von wem. Wer wird mich töten? Sechs, zwölf, dreizehn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wicked. Seite 62. Oh, lass es bitte nicht Tink sein. Bitte nicht Tink. Der erste Name, den ich sehe. Tink! Ist das der Ernst? Ich sage, ich will nicht Tink und der erste Name, den ich sehe hier, ist Tink. Ehrlich jetzt? Das ist Schicksal. Tink wird mich töten. Ich weiß nicht, was ich dem kleinen Brownie getan habe, dass er mich töten wird. Aber Tink wird mich töten. Ja, aber lieber Tink als der Dunkle. So, und ja, also Tink wird mich töten, warum auch immer. Ich weiß nicht, was ich ihm getan habe. Vielleicht habe ich sein Amazon-Konto gesperrt oder so. Auf jeden Fall werde ich von Tink umgebracht werden. Wenigstens ist es was Schönes, was ich dann sehe, bevor ich sterbe. Denn Tink ist ja schon, ja, jeder, der das Buch kennt, weiß, wie Tink aussieht. Gut, also Tink wird mich töten. Und ja, eines Tages bereitest du dich auf ein Video vor und plötzlich greift dich Tink an. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, und das erste Objekt, das du siehst, wird der Mordgegenstand sein. Mit was wird Tink mich töten? Ich würde jetzt so feiern, wenn es eine Trollpuppe wäre, ey, wirklich. Aber das wäre jetzt mehr als arger Zufall, also. Okay. 5, 10, 209. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, das Buch habe ich vor kurzem erst gelesen. Wild von Sophie Jordan, Seite 209. Mit was werde ich dieses Mal getötet? Das letzte Mal war es ein Rucksack. 209. Eine Treppe. Eine Treppe. Tink wird mich wahrscheinlich einfach die Treppe runterschubsen oder so. Ja, hier steht eine Treppe. Oder er wird mich auf die Treppe hauen. So. Kennt ihr den Film Avengers? Den ersten?
wo Hulk sich dann Loki schnappt und diesen macht. Vielleicht macht das Ding dann mit mir auf der Treppe und dadurch Genickbruch und so. Oder ich falle halt einfach die Treppe runter. Das geht natürlich auch. Ja, ich werde auf einer Treppe sterben und Tink wird mich töten. Super, Tink. Hast du gut gemacht. Auf einer Treppe. Ja, es wird ein unbedeutender Tod sein, wenn ich einfach so die Treppe hinabstürze. Oder der macht das, der stürzt mich die Treppe runter, damit er es vertuschen kann und das nicht rauskommt, dass er der Killer ist. Damit er weiterhin so tun kann, als wäre er ein kleiner, harmloser Brownie. Das könnte auch der Fall sein. Auf jeden Fall sterbe ich auf der Treppe. Ich bin dann auf einer Treppe gestorben. Naja, gut, und sehr banal kann ja tatsächlich auch passieren, dass man mal die Treppe runterstürzt und sich umbringt. Ja, ich werde auf einer Treppe sterben. So, und die letzte Aufgabe. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, und die erste Zeile wird auf deinem Grabstein stehen. Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Da kam ja beim letzten Mal auch nur Blödsinn raus. So, der allerletzte Zettel, Leute. Ich habe hier noch einen ganzen Haufen. Oh, jetzt fallen die hier alle runter. Egal. 19, 1, 146. 19 ist drüben. Und das erste Buch im Regal ist Rebellion. Seite 146. Was wird auf meinem Grabstein stehen? 43, 45, 46. So. Und die erste Zeile wird auf deinem Grabstein stehen. Nicht registriert und gut verborgen in der Öffentlichkeit. Das wird auf meinem Grabstein stehen. Nicht registriert und gut verborgen in der Öffentlichkeit. Ja, ich meine, ich habe in den Trailerpark gewohnt. Was erwarten die, dass ich mich irgendwo registriere? Ja, das ist schon irgendwie geil. Das ist auf jeden Fall besser als wie beim letzten Mal. Also nicht registriert und gut verborgen in der Öffentlichkeit. Das gefällt mir. Also das finde ich gut. Nicht registriert und gut verborgen in der Öffentlichkeit. I like. Also dafür, dass mich dann auch noch Tink umgebracht hat, finde ich das echt gut. Also fassen wir nochmal ganz kurz mein Leben zusammen. Mein Name ist Sascha. Ich wohne in einem heruntergekommenen Trailerpark und designe Jeanshosen. Lerne auf der Arbeit meinen Mann Jones kennen. Meinen Heiratsantrag mache ich ihm mit einem Kaffee. Ja, einem Kaffee, weil wir wohnen ja halt in einem Trailerpark. Und mein Gelübde, was ich ihm sagen werde, ist, aus welchem Kreis kommst du? Also das, ja, wie gesagt, ich würde das immer noch darauf beziehen, so aus welcher Gesellschaftsschicht er kommt, weil ich ihn das vielleicht bis dahin einfach noch nicht gefragt habe. Und unsere Flitterwoche machen wir in Hogwarts. Das finde ich immer noch geil. Ja, wir werden ein Kind bekommen, was Cinder heißt, was einen Schaukelstuhl als Haustier hat, was auf die Schule geht, die Meister des Schattens der Macht. Das mag ich immer noch. Und ja, was kam danach noch? Ich werde einen russischen YouTube-Kanal haben, der heißt der Bulle mit der... Oh Gott, ich hab's ja schon wieder vergessen. Der Bulle mit der... Was für eine Pistole? Ich weiß es schon gerade gar nicht mehr, aber ihr habt es ja eben gesehen. Also ja, meine Begrüßung wird auch übelst dämlich sein. Oh Gott. Und ich werde ein Buch schreiben. Wer ist dieser Survival-Typ? Das ist so geil. Ja. Das ist schon cool. Tink wird mich umbringen. Mit einem Treppensturz, dass es aussieht wie ein Unfall. Und auf meinem Grabstein wird stehen, Nick, nicht registriert. Was? Wie hieß das? Nicht registriert und fern der Öffentlichkeit oder sowas. Wie war das jetzt? Nicht registriert und gut verborgen in der Öffentlichkeit. Das wird auf meinem Grabstein stehen. Ja, ich muss sagen, ich habe dann doch ein recht bewegtes Leben. Ich weiß nur nicht, ob ich dann mit Cinder und Jones immer noch im Trailerpark wohne. Keine Ahnung, ziehen wir dann irgendwann mal um in ein Häuschen oder so? Oder wohnen wir weiterhin im Trailerpark? Weil das macht ja dann keinen Sinn, weil wenn wir im Trailerpark wohnen weiter, wie soll Tink mich dann die Treppe runterschubsen? Oder er schubst mich irgendwo in einem Einkaufscenter oder so die Treppe runter. Das ist ja nicht gesagt, wo. Ich muss sagen, es ist wieder ein sehr bewegtes Leben, was ich hier geführt habe. Und ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, mein erstes Leben hat mir trotzdem besser gefallen, was wir beim allerersten Mal zusammengebaut haben. Das war einfach irgendwie lustiger. Das Leben jetzt hier ist recht normal verlaufen, muss ich sagen.
Es war ein gutes Leben und hey, ich werde von Tink getötet. Das ist schon eine Ehre, also das muss man erst mal, ne? Tink wird mich umbringen. Das ist krass. Der Brownie wird mich töten. Ja, das war mein zweites Leben, was ich mir gebaut habe. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob euch dieses Leben oder das erste besser gefallen hat. Und ja, ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken. Ich habe jetzt immer noch Zettel übrig, aber ich werde jetzt keine dritte Runde machen. Ich glaube, 2 Runden von der Flip the Page Challenge reichen an dieser Stelle aus. Vielleicht machen wir nächstes oder übernächstes Jahr nochmal eine Runde, ich weiß es nicht. Aber das soll es an dieser Stelle von mir und der Flip the Page Challenge gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!